Abdichtung ist dran, zweimal. Ihr seht, auch hier haben wir wieder abgeklebt, dass wir wirklich eine saubere Geschichte haben. Plus minus ein Millimeter ist nicht schlimm. Ganz wichtig, nochmal zum Abdichten auch hier am Boden, wenn hier Rohrdurchführungen sind. Der Marius hat sich hier echt Mühe gegeben und hat das so, wie es darum fachgerecht ist, eine Wanne gebaut. Also wir sind auch hier mit Dichtbändern, mit Dichtbahnen drüber, inklusive des zweikomponentigen Anstrichs, das Ganze zweilagig. Das Einzige, was jetzt noch offen ist, ist natürlich hier, wo die Abflusssituation kommt. Da sind wir aber am Montag dabei, wenn der Installateur das Ding setzt. Wir werden das nur rausziehen, ist alles rundherum abgedichtet und sollten wir da nichts mehr stemmen müssen, dann ist das Ding auch safe. Also für den Fall, dass Wasser irgendwann mal irgendwo durchkommt, das kann nicht in die nächste Etage, achtet da drauf, weil so eine Silikonfuge, die da kommt, ist jetzt nicht dauerelastisch dicht. Das ist eine Wartungsfuge. Alles zum Thema Abdichten von einem Bad und was es mit Silikon und Abdichtung auf sich hat. Schaut auf meinem YouTube-Kanal, da gibt es 2 oder 3 Videos von oder Teile von. Da ist das genau erklärt, wie ihr wann, wo, was machen müsst. Das ganz wichtig, ignoriert das nicht und denkt, da kommt Silikon, ist gut. Auch an der Wanne selber ist nochmal ein Wannendichtband, was die Wand hochgezogen wird. Man muss immer aufpassen, dass man da sehr dünn arbeitet. Je dicker ihr mit diesen Dichtbändern aufbaut, das hier ist jetzt zu ignorieren, da haben wir vielleicht einen halben Millimeter durch den Kleberauftrag im Buttering Floating, weil wir großformatige Fliesen haben, gehen wir auch in der Wand im zweiseitigen Verkleben drauf, können wir das wunderbar so machen, dass die Wand nicht schief steht. Aber je dicker ihr hier drauf geht oder hier Schlaufen bildet, in den Ecken nicht scharfkantig arbeitet, das rächt sich alles später beim Verlegen. Arbeitet da sorgfältig und wirklich pingelig. Alles das, was ihr in den Vorarbeiten gut macht, habt ihr hinterher nicht, wo ihr euch ärgern müsst oder wo es dann nicht passt. Ja, die Abdichtung ist dran. Jetzt geht's los. Der Marius schwenkt mal mit der Kamera rüber. Wir werden jetzt die Ditrahid-Bahn legen. Das ist die Duo. Das heißt, die hat nach unten nochmal eine sogenannte Dämmschicht, damit die Wärme halt schnell oben bleibt und nach unten isoliert ist, wobei hier beheizter Wohnraum drunter ist. Alles nicht so schlimm. Hervorragendes Material, kriege ich leider kein Geld für, dass ich das zeige. Mit den Kabeln, mit den Fühlern, wir machen euch zwischendurch Fotos. Auch dazu gibt es schon ein Video von mir, allerdings mit einem anderen Oberbelag. Da habe ich einen Vinylboden verlegt. Das ist noch nicht zugelassen, das System war aber bei mir zu Hause, also ein Selbstversuch. Und ist jetzt ein halbes Jahr her und funktioniert einwandfrei. Aber wie gesagt, gibt es keine Zulassung, nur für keramische Belege. Das bereiten wir jetzt vor. Wir schneiden die Bahnen in der Länge ab. Die sind immer 1 Meter breit. Dann rollen wir das aus. Auch da ist wichtig, dass ihr den Unterbelag einspachtelt. Mindestens 6 mm. Ich mache gleich noch 1, 2 Videos zwischendurch. Und da muss das Ganze wirklich fest angedrückt werden. Wir haben dafür so eine Walze, zeige ich euch gleich im Foto. Dann werden wir die Kabel verlegen, das Heizkabel plus die beiden Fernfühler. Es geht jetzt gleich alles durchs Leerrohr bis hier oben wieder raus. Also so ein bisschen von der Technik her, ist aber auch ganz gut erklärt vom System. Gibt es auch ein Video von mir zu, wie gesagt. Und schaut da einfach, was ihr da macht. Das so als kurze Videosequenz für zwischendurch und Fotos folgen und kleine Erklärungen, wenn es nochmal tricky wird, kommen auch. Ganz wichtig, diese Anschlüsse bitte vom Elektriker machen lassen. Ne? Also wir arbeiten hier mit Strom, wir legen das auch nur rein, dann wird es mit dem Phasenprüfer durchgemessen, bevor wir es abspachteln. Dass da auch alles okay ist und dass nicht irgendwo ein Kabelbruch ist, wo ihr dann nachher, wenn die Fliesen drauflegen, nichts mehr machen könnt. 2 Fernfühler von 2 verschiedenen Herstellern, 2 verschiedene Baureihen. Deshalb, falls mal ein Fühler kaputt geht und der sollte aus der gleichen Serie sein wie der andere, dann kann man vielleicht darauf hoffen, dass der andere nicht kaputt ist. Hat man aber 2 Bauart verschiedene von 2 verschiedenen Herstellern, muss schon mit dem Teufel zugehen, dass da einer mal nicht funktioniert. Ansonsten hat dieses Schlüter-Thermostat auch noch ein Raumtemperaturmesser, wie bei einer Heizung auch, und der würde das dann auch noch steuern. Also wir sind 3-mal abgesichert,
Von daher eine schöne Geschichte. Wir legen jetzt los. Fotos folgen. Bevor ihr ans Verkleben dieser Matten geht, noch ein Hinweis. Hier seht ihr zum Beispiel den Pfeiler, den wir gebaut haben, oder den Rohrkasten. Das Schöne hier ist, ich weiß nicht, ob man es auf dem Bild sieht, man hat hier tatsächlich vorgestanzte Schnittmöglichkeiten, sodass man hier echt gucken kann, okay, hier müssen wir rein. Und dann haben wir so nach 20, 21 cm den anderen Cut, das wäre ungefähr hier. Und dann nehmt ihr einfach das Cuttermesser oder eine Schere, könnt ihr einfach in der Führung sauber, vorsichtig, ne, so ein Messer ist scharf. Und hier haben wir ja diese isolierte Rückseite, kann das Ganze auf den Boden legen und einmal vorritzen. Das hört ihr auch. Und dann auf der anderen Seite quer, einmal vorritzen, einmal nachschneiden. Jetzt muss ich schauen, wo ich war, da. Und dann ist die Ecke sauber rausgetrennt und wir können das Ganze da reinschieben. Manchmal haut es nicht hin, dann müsst ihr wirklich in der Mitte eines Feldes schneiden. Da bitte rate ich dazu, es gibt auch elektronische Akkuscheren und so weiter, die lassen sich das alles immer gut bezahlen. Da legt ihr euch, wenn ihr das habt, auf den Boden eine Führung dran, eine Wasserwaage oder eine Holzlatte, zeichnet das an. Ich mache das jetzt mal hier so mit Blitzsporn, haltet das da drauf. Immer aufpassen, dass ihr euch nicht irgendwo hinschneidet mit so einem Messer. Langsam anritzen. Nachschneiden oder dann halt mit der Schere ausschneiden, also relativ einfach zu verarbeiten. Baut das alles trocken vor, dann nehmt ihr Bahn für Bahn weg, zieht Kleber rein und dann geht's ans Anrollen. Ich bin jetzt hier schon den Kleber noch aufziehen, wichtig, Zahnung mindestens 6 mm, weil ihr beim Abziehen ja nicht so haltet, sondern schräg und da bleibt dann auch nicht so viel übrig. Dann verändert sich die Breite zwar nicht, aber die Höhe. Aufpassen wieder, dass ihr am Rand keine Verschiebe. Und wenn ihr jetzt könnt, dieses Feld könnte man jetzt komplett aufziehen, aber wenn ihr das alleine macht und nicht so lange Arme habt, dann macht es Sinn, ihr nehmt dann die Matte, die wir vorher zugeschnitten haben, rollt die ein bisschen zusammen und setzt die dann oberhalb ein, in die Ecke rein, grob ausrichten, dass sie sitzt, so, ein Gewicht drauf, dass euch das nicht wegrollt und dann könnt ihr die auch von der anderen Seite halt, wenn man jetzt schon da drauf müsste und könnte hier irgendwo nicht hin, ich zeige das auch nur zur Demonstration, manchmal hat man auch die Arme nicht lang genug, also ein Stück einlegen, man könnte das jetzt schon aufrollen bis dahin, von der Seite wieder arbeiten und dann den Kleber. Jetzt hier ein bisschen dünner gemacht, weil es draußen über 30 Grad ist, dass uns der nicht vertrocknet. Und dann aufziehen, dass überall was ist. Überall durchkämmen, ist ein bisschen laut wahrscheinlich jetzt auf dem Mikro, aber ich arbeite hier nicht mit externem Mikro, weil ich das permanent irgendwie verliere, dann reißt es mir aus der Hose, dann ist es verdreckt, dann ist die Akustik leider nicht so dolle. Ich denke, das funktioniert. Hier braucht man noch ein Kerlchen. Wirklich gleichmäßig durchkämmen, damit ihr da einen vernünftigen Verbund habt, auch hier am Rand, wo es dann zur Duschtasche geht, sauber bis ranarbeiten, wegnehmen und dann rollt ihr die Matte einfach langsam auf, wenn ihr vorher passend geschnitten habt, geht erstmal mit der Hand drüber, schaut, ob ihr winklig seid.
Und hier hinten ist mir ein bisschen Kleber rausgequetscht. Da kommt wieder mein Kratzholz, wie aus allen Videos, zum Einsatz. Das nehmen wir dann weg und machen es mit dem Schwamm gleich sauber. Und jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr habt hier so ein Holzreibebrett vom Estrich oder hier so ein altes Klopfholz. Ihr müsst das wirklich sauber andrücken, dass das auch überall flächig anlegt. Wir haben da für so ein Gerät hier, das ist im Prinzip eine tolle Erfindung, ist eine Andrückwalze mit hier einer Auflage. Das ist jetzt nicht so viel Gewicht, da kann man sich einfach ein bisschen lieber. Auch das hier ist Werbung, wo ich kein Geld für kriege. Aber jetzt habe ich hier 25 Kilo plus das Teil selber. Und dann können wir damit wunderbar bis an den Rand das Ganze anwalzen. Relativ easy, ihr müsst nicht auf den Boden rumkraxeln, dann geht ihr kreuz und quer darüber, immer vom Anfang bis Ende, auch in der anderen Richtung. Den Arm hier oben kann man verlängern, ich bin bis hinten unten dran, also ganz tolle, einfache Handhabung und ihr seid sicher, dass die Matte vollflächig anliegt. Jetzt komme ich hier nicht ganz in die Ecken rein, dann dreht ihr euch rum und dann geht ihr da bis in die Ecke, dann bin ich jetzt dran und auch da oben bis in die Ecke. Ich kann den Sack natürlich auch hochkant legen, da kann auch was anderes drauf liegen, das ist alles egal. Dann kontrolliert ihr nochmal am Rand und noch ein bisschen runterklopfen und dann liegt die Matte sauber vollflächig im Kleberbett. Das machen wir jetzt weiter. Hier über die Stöße kommt noch ein Dichtband. Das muss im normalen Bereich, Fußboden braucht ihr es nicht, aber im Badezimmer, wo halt Feuchtraum ist, solltet ihr ein Dichtband mit einspachteln. Damit seid ihr dann 100% auf der sicheren Seite. Wir machen wieder Fotos und gleich gibt es wieder ein kleines Video. Liegt und hier ist ein Lero eingearbeitet. Wir haben jetzt hier unten mit einem Durchzieher, das gibt so stärkere Drähte, die haben eine Führung, die haben vorne so einen Kugelkopf, auch manchmal so ein Rädchen dran, wo man dann von der einen Seite durch Lero geht, damit man eine Führung hat. Könnt ihr aber auch mit einer, ja, mit einem Draht machen, irgendwas Stabiles, sodass ihr das Halskabel als auch die beiden Fühler, ich zeig das mal hier, durchziehen könnt. Wichtig ist, dass ihr die beiden hier unten zum Beispiel mit einem Kreppband gut verbindet und das solltet ihr auch zu zweit machen, einer führt jetzt und einer zieht und dann hoffen wir, dass wir hier oben schadensfrei rauskommen, ohne dass uns das Kabel abhaut. Das ist dann unten am Eingang ein bisschen Fummelei und auch dann mit Gefühl ziehen und dann schauen wir, ob uns das beim ersten Mal gelingt, sonst muss man das wiederholen. Noch sieht es gut aus, ich spüre noch Widerstand. So, Moment, ich muss den Marius hier, sonst habe ich den aufgeschlungen, da kommt er schon. So, und schon sind wir hier oben raus. Dann wird das Band abgemacht und dann geht es los hier unten an die Verlegung. Also relativ einfach, passt auf, dass euch hier nichts kaputt geht. Deswegen auch bitte messen. Auch wenn ihr verlegt, sowohl die Fernfühler als auch das Heizkabel, dass da keine Beschädigungen sind, vor allen Dingen auch was mit Cuttermesser. Deswegen auch mit dem Messgerät, bevor ihr einspachtelt, einmal durchmessen,
dass da alles funktionsfähig ist, sonst ja, habt ihr einen schönen Thermoboden, aber er funktioniert nicht. Fotos folgen, wir machen weiter. Guckt, da gibt es eine Bedienungsanleitung, wie weit die Kästchen auseinander sein müssen und wie ihr das ganze System hinkriegt. Das Schöne hier ist, das Kabel passt immer genau zwischen diese Erhöhungen, wo der Kleber quasi reinkommt, wo sich das verkrallt. Wenn ihr so ein Holzbrett habt oder ein Reibebrett vom Estrich machen, kann auch so ein kleines sein, dann nutzt das. Das ist eine tolle Geschichte, sonst müsst ihr das echt drücken. Ihr legt das Kabel ein bisschen vor und dann fahrt ihr einfach mit dem Teil da oben drüber und dann drückt sich dieses Kabel quasi in die Vertiefungen rein. Und schon ist das ganze Ding drin. Einfache Geschichte. Wir legen das jetzt außen rum. Ich mache euch Fotos. Ihr müsst immer drei Kästchen dazwischen freilassen. So ist es vom Hersteller vorgegeben. Nochmal kontrollieren, ob da alles drin ist. Hier habe ich nämlich gerade gesehen, habe ich es nicht richtig reingemacht. Also Feste drüber fahren. So, das klickt dann auch so und dann habt ihr es drin. Wir gehen jetzt hier außen rum und gehen dann in den Halsschleifen zurück, sodass der ganze Boden dann schön temperiert ist. Diese drei Kästchen ist ausgerechnet, dass da so viel Energie kommt, dass der keramische Oberbelag sich gleichmäßig erwärmt. Fotos zwischendurch und dann geht es ans Einspachteln. Und dazu noch eins, muss man normalerweise nicht direkt machen, kann man auch, wenn man den Kleber aufzieht, direkt mit der Fliese rein. Ich empfehle auch da Buttering-Floating-Verfahren, heißt beide Seiten sowohl den Untergrund mit Zahn einschmieren, also mit der entsprechenden Zahnstärke zur Fliese, als auch die Plattenrückseite. Und dann habt ihr eine beidseitige Verklebung, das wird ja hier sehr warm, damit das Ganze funktioniert. Auch da gibt es Kleber, die vorgeschrieben sind, Dünnbettmörtel. Aber da arbeiten alle Systemhersteller mit verschiedenen bauchemischen Herstellern von Klebern zusammen, von Flexmörteln zusammen. Da erkundigt euch bitte, was da geht und was da machbar ist, das würde hier zu weit führen. Wir legen jetzt die Schleifen rundum, dann wird alles kontrolliert und dann geht es ans Einspachteln. Und warum spachteln wir vorher einmal ein? Weil wir nach Durchtrocknung im Installateur die Duschtasse setzen und deswegen brauchen wir dann eine fertige Höhe. Und damit wir hier nicht alles kaputt treten, und dann legen wir die Fliese, die hier drauf kommt, trocken aus und gucken dann, dass wir mit der Duschtasse plus den Klebeauftrag unter der Fliese plus minus 0, 1 mm sauber hinkommen. Manche Duschtassen sind auch nicht ganz flächig, wenn die aus der Form kommen. Da muss man so ein bisschen anarbeiten, dass man das sauber als Ergebnis hat, kriegen wir hin. Und wenn ihr die Matten verlegt, das habe ich eingangs nicht erwähnt, ihr müsst natürlich schauen, wenn ihr Anschnitte habt, dass ihr die Kästchen, diese Raster, immer übereinander habt. Ihr könnt da nicht versetzen, sonst läuft euer Kabel irgendwie so rum. Also da plus minus, hier haben wir auch einen kleinen Versatz in dem Bereich, das kriegt man aber sauber durch. Das ist immer so die Frage, wie kommt man hin? Da gibt es natürlich Quadratmeter-Dinger und so weiter. Wir hatten einen Bauherrn gesprochen, dass er da am Rand braucht keine Fußbodenheizung hin, auch hier hinten nicht unterm Trempel, da kann ja kaum einer stehen. Wir haben uns jetzt hier vorne einen Weg offen gelassen. Falls wir zu viel haben, gehen wir vorne rum und nutzen dann noch die Nische unterm Waschbecken. Da sollten wir plus minus hinkommen. Das vielleicht so als Hinweis, wenn es nicht hinhaut, müsst ihr halt nochmal rausziehen und neu machen, ist dann blöd. Wenn ihr am Ende angekommen seid, stellt ihr fest, dass da, wo die Kabel zusammen und mit einer Schutzhülle und Isolierung ist, das etwas dicker ist als das normale Heizkabel und es passt nicht wirklich dazwischen. Genauso ist es bei einem der beiden Fühler in der Regel, einer ist ein bisschen dicker. Dann solltet ihr, und das empfehle ich, dort in dem Bereich, vielleicht mit einem Multimaster oder mit einem Cuttermesser, natürlich das Kabel vorher weg, damit er nichts beschädigt, eine Vertiefung machen, damit das Kabel wirklich
etwas tiefer liegt und nicht oben rauskommt. Sonst habt ihr das beim Spachteln oder sonst irgendwie beschädigt. Danach kann das übergespachtelt werden. Ihr könnt das mit einem Klebestreifen, von einem Kreppband oder einem Panzertapeband fixieren. Also gucken, wo das ist. Das ist dann in dem Bereich hier. Nimmt man sich ein Stück Bleistift, damit man weiß, okay, von da bis da nehme ich mal großzügig ein bisschen weg. Mache ich jetzt mal. Teil oder aber mit einem Teppichmesser, ne? Da müsst ihr aber wirklich tief ritzen, weil ja unten runter dieser Filz, dieser Thermobelag ist. Und dann fummelt ihr das raus. Ja, leichter gesagt als getan. Und doch noch ein bisschen tiefer einschneiden. Legt ihr das Kabel quasi mit diesem etwas breiteren Fühler schön in diese Vertiefung. Schaut mal von der Seite, guckt, alles klar, ist tief genug drin. Könnt ihr dann auch mit dem Brett kontrollieren, geht genau drüber, bisschen Kleber drunter und dann versaut ihr es nicht. Das ist verdeckt, ihr habt auch keinen Hobel beim Fliesen verlegen. Das ist ein empfindliches Teil, deswegen da ein bisschen sorgfältig nacharbeiten. Das machen wir auch bei den Fühlern, die legen wir jetzt hier dazwischen. Also im Abstand einen da und einen hier rein, also diese Zwischenräume, dass wir reinkommen. Ich kann das mal kurz zeigen für einen. Den ersten lege ich hier oben rein. Ist das Kabel etwas dünner. So, jetzt muss ich hier ein bisschen rum, weil ich sonst mit meinem Endkabel aneinander komme. Und da ist der erste Fühler drin, der ist nicht so dick. Den können wir wunderbar lassen und den zweiten lege ich an einer anderen Stelle. In die Mitte rein. Ist auch das Kabel etwas dünner. Muss dann aufpassen, dass es beim Spachteln nicht rausholt. Und da kann es auch klicken. Dann habe ich einen Fühler da und einen Fühler da. Ihr seht, hier kommt das Kabel ein bisschen raus, wird aber dann mit einem Kleber fixiert oder einem Klebestreifen drüber. Und so habt ihr zwei verschiedene Fühler für zwei verschiedene Möglichkeiten, falls mal einer kaputt geht. Dann geht es ans Spachteln. Fangen wir jetzt hier oben an. Das ist jetzt kein Hexenwerk, aber auch da wichtig, passt auf, dass ihr nicht irgendwo in die Tiefe mit dem Rakel reinhaut oder mit dem Gletschsporn das Kabel beschädigt. Schön oben satt drüber spachteln oder eben frisch in frisch verlegen, wenn ihr direkt den Boden legen wollt. Hier nochmal der Hinweis, wir machen das, weil wir erstmal im Installateur die Duschtasse und hier ist Barrierefreiheit gewünscht. Das wird eh kritisch, weil wir da ganz viele Röhre, die wir verkleidet haben, in der Abdichtung haben und wir haben gerade mal so einen Zentimeter über den Rohren, dass wir mit der Duschtasse plus minus null hinkommen. Das aber dann im nächsten Step. Wir machen weiter. So. Also jetzt wird eingespachtelt. Ihr seht, der Marius benutzt einen großen Schmetterling, Butterfly. Können wir aber auch mit dem Gletschsporn machen. Wichtig ist, dass ihr wirklich flächig über die Oberkante abzieht, wenn ihr das vorher spachtelt. Da geht eine Menge Kleber drauf. Und danach bitte auch staubfrei bleiben. Wenn wir die Duschtasse eingesetzt haben, legen wir auch als erstes den Boden. Dann haben wir eine fertige Höhe für die Wand. Und so wird es gemacht. Fotos wie immer zwischendurch. Und ihr seht, ein bisschen mit Gefühl und mit dem Rakel rumziehen, dass auch die Ecken überall zu sind. Da oben ist noch was, genau. Und passt auch auf, dass da kein Kleber in den Wandbereich kommt. Da müsst ihr den mit dem Kratzholz wegmachen. Das liegt übrigens hier unten, ne? Abgebrochener Zollstock und da mal mit dem Schwamm lang und dann seid ihr safe.